Hallo zusammen. So, wir stehen jetzt kurz vor der Ausreise. Wir haben 6 Uhr morgens am Montag. Auto ist gepackt, Wohnung ist leer und jetzt geht's los. Das ist unsere Übergangswohnung. Die wurde mir von meinem Arbeitgeber gestellt, weil unsere eigentliche Wohnung hatte jetzt keine Möbel mehr. Da ist ja nichts mehr drin. Das heißt, wir müssen ja irgendwo schlafen. Und deswegen gibt es 4 Wochen vor der Ausreise eine Übergangswohnung. Und die ist komplett möbliert. Das heißt, da ist alles drin. Da ist Besteck drin, Gläser drin, Geschirr, Bettzeug, alles, was man braucht. Und in dieser Wohnung ist noch eine wöchentliche Reinigung drin. Und wir haben die Zeit dort wirklich sehr genossen. Es war richtig schön. Die ist richtig schön eingerichtet, schön designt von einer Innenarchitektin. Die ist wirklich wunderschön. Und für alle, die mal irgendwann in Herzogenaurach sein sollten und eine Wohnung brauchen, die Kontaktdaten stehen unten in der Videobeschreibung. Am Abreisetag Ende Juni sind wir dann um 6 Uhr morgens losgefahren. Das Auto war schon gepackt. Die Fahrt hat roundabout 2,5 Stunden gedauert und wir waren ca. 8.30 Uhr am Frankfurter Flughafen. Dort sind wir da direkt zur Mietwagenrückgabe gegangen und haben den Mietwagen abgegeben. Der ist ja direkt in der Nähe vom Terminal, also alles kein Problem. Nach der Mietwagenrückgabe schnell zum Check-in-Schalter. Ein paar Tage vor der Ausreise haben wir uns dazu entschieden, den Kindersitz von Mira mitzunehmen. Das ist ein Kindersitz von Cybex mit einer Basisstation, den man drehen kann. Sirona Z iSize Plus. Weil zum einen wir den nicht verkauft bekamen und zum anderen, andere Leute aus USA haben uns erzählt, dass die Isofix-Halterung passt. Also haben wir das schön in Folie eingepackt, mit Band drum, Folie drum und noch ganz viel Kleidung reingestopft. Ja, und dann haben wir den mitgenommen. Am Check-in-Schalter, zu unserer Überraschung, hat das Zusatzgepäck nichts gekostet. Delta Airlines ist so kulant, was Kinder angeht. Kostenlose Kindersitz, kostenlosen Kinderwagen, alles kein Problem. Am Check-in-Schalter haben wir dann noch den Christian getroffen. Das ist der Chef von meinem Chef. Er war es in Deutschland und ist es jetzt auch in USA. Hallo Christian, schöne Grüße. Hallo zusammen. So, wir sind jetzt kurz vor der Ausreise und dann geht's los ins Abenteuer. Wo fliegen wir hin, Mira? Amerika. Ja. Wir sind da! Der Flug war wieder mal kein Problem. Hat 9 Stunden gedauert. Da oben war es ganz schön. Wir haben die ganze Zeit Filme geguckt, irgendwelche Spiele gespielt. Mira fühlte sich auch super wohl. Hat diesmal auch ein bisschen wieder geschlafen. Alles kein Problem. Nur bei der Landung, da hatte sie ein bisschen Ohrendruck. Aber sobald sie dann etwas Wasser getrunken hat, war alles okay. Und wir sind sicher gelandet. Nach der Landung erstmal direkt zur Grenzkontrolle. Wir mussten alle nochmal auf Toilette. Und das hat das Ganze etwas verzögert. Und alle Leute vor uns. Und ja, das hat ziemlich lange gedauert. Also wir mussten sehr, sehr lange da anstehen. Das war etwas unangenehm. Aber was soll's. So ist es halt. Da war eine riesenlange Schlange. Ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ein Visum, ein amerikanisches, ein US-Visum, das berechtigt nicht zur Einreise in die USA. Das heißt, die letzte Entscheidung hat immer der Grenzbeamte. Und deswegen ist diese Situation für mich jetzt immer noch, oder für uns alle, noch so ein bisschen aufregend. Ja, was passiert da jetzt? Welche Fragen werden gestellt? Verhalten wir uns richtig? Wir kamen endlich dran und der Grenzbeamte war super freundlich, muss ich sagen. Der hat mir 3 Fragen gestellt. Warum wollen Sie in die USA? Wie lange bleiben Sie? Und wie heißt Ihr Arbeitgeber? Beziehungsweise wo ist der Arbeitgeber? Und danach war alles kein Problem. Wir haben unseren Einreisestempel bekommen und sind dann über die Grenze und waren dann drin. Am Gepäckband angekommen. Wir waren übrigens, ohne Scherz, die Letzten. Unser Gepäck stand da einfach rum, also wir konnten es dann einfach mitnehmen. Aber es war alles da. 3 Reisekoffer, ein Kinderwagen und ein Kindersitz.
und natürlich unser Handgepäck, was wir noch dabei hatten. Apropos drei Reisekoffer. Kurz vor der Ausreise besaßen wir zwei Reisekoffer. Und in der Zeit, in der wir noch in Deutschland waren, haben wir noch viele Sachen angesammelt, weil wir einiges geschenkt bekommen haben, noch was gekauft haben und dann das nicht mehr in den dritten Handgepäckkoffer reinpasste. Also bin ich kurzerhand nach Action gegangen, das war recht nah von uns, und dort habe ich zum Glück einen tollen Reisekoffer gefunden, einen großen. Den kleinen Handgepäckkoffer reingepackt und dann das restliche Gepäck, und so haben wir alles reinbekommen. Als nächstes sind wir dann mit einem Shuttlebus zur Mietwagen-Abholstation gefahren oder gebracht worden. Das ist so normal hier am Detroiter Flughafen, dass man dort mit einem Shuttlebus zu den Mietwagenverleihstationen kommt, weil das hier alles einfach riesig ist. Also das heißt, jede Station hat ein riesiges Areal mit Tausenden von Autos. Ja, also das ist schon sehr groß und da braucht man einen Shuttlebus, um da hinzukommen. Und ja, und da war noch immer die große Frage, passt der Kindersitz wirklich da rein? Passt das alles? Und, was soll ich sagen? Es passt. Die zwei Isofix-Halter passten rein und den Kindersitz, den benutzen wir die ganze Zeit über, bis die Mira rausgewachsen ist. Allerdings muss ich dazu sagen, der ist nicht für die USA zugelassen. So, endlich angekommen. Und was haben wir hier für Wetter? Ein bisschen Regen, aber egal. Wir machen uns den Sonnenschein irgendwie und irgendwo. Ja, alles gut. So, jetzt haben wir den Mietwagen ausgeliehen. Wir konnten uns wieder irgendein Auto aussuchen, was hier steht, alle Pickups, die hier rumstehen. Und wir haben uns für den Jeep hier entschieden. Der war letztes Mal schon gut und war letztes Mal groß und jetzt fahren wir damit. Gut, gute Fahrt. Juhu! Schatz, der ist kaputt. Wo ist die Mira? Mira, wie geht's dir? Super? Und Papa? Ja. Kaputt ein bisschen. Nachdem wir den Mietwagen abgeholt haben, sind wir nochmal was essen gegangen, ein bisschen einkaufen und dann ab in unsere temporäre Unterkunft. Denn die ganze Fracht, also Seefracht und Luftfracht, die war noch nicht da und unser Haus wäre komplett leer gewesen. Und mit so einem dreijährigen Kind und ja, ist es halt doch ein bisschen unangenehm, wenn wir in einem Haus wohnen würden, wo nichts drin wäre. Ja? Noch nicht mal Besteck, gar nichts. Ja, was soll ich sagen? Das ist so eine Art Mini-Haus oder so ein Apartment mit zwei Etagen. Und der Standard dort ist einfach, ich will nicht sagen schlechter, aber deutlich schlechter als in Deutschland. Also wir fühlten uns einfach nicht wohl. Also da war alles etwa dreckig, die Möbel waren kaputt, abgenutzt, der Sessel war zerzaust, das Bett war unten kaputt. Die Wände waren zerschrammt, die Möbelstücke hatten Macken gehabt und es war einfach überall dreckig. Es war dreckiges Geschirr in der Spülmaschine, dreckiges Geschirr im Schrank und der Boden war kaputt, überall waren Flecken. Und im Badezimmer waren Haare, das war überall dreckig. Naja, wir haben dann trotzdem in den sauren Apfel gebissen, weil es war wirklich spät dann an dem Tag. Und wir haben dann die Übergangswohnung so lange gehabt, bis die Seefracht und die Luftfracht eingetroffen ist. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende meines Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir mal ein Like da unten da, einfach auf den Daumen klicken. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann klickt einfach auf die Glocke da unten, auf Abonnieren. Das würde mir sehr gefallen. Okay, also dann wünsche ich euch eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss!